Bill Gates? Nee, nee, einfach nur Gate. Sie nannten ihn Gate. Ich habe mich hier mal runtergebaut, aber wo führt das denn hier alles hin? Ich habe mich da runtergebaut und hier gibt es keinen Weg nach Hause? Das muss man ändern. Das geht euch doch nicht. Netherricks können wir auch gebrauchen. Wir haben ja nämlich ein ganzes Deck gerade verbrutzelt, ne? Irgendwo müssten wir doch hier mal rauskommen aus der ganzen Suppe. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen horch. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Irgendwie kompliziert, was ich hier mache, ne? Aber irgendwie müssen wir jetzt hier durchkommen. So, dann bauen wir das wieder auf. Und zack, schon sind wir da, ne? Ich sollte mir das markieren, sonst finde ich das nie wieder. Wenn ich nächstes Mal hier reinkomme in den Netherrack, dann sehe ich wieder nichts. So. Ist das Markierung genug? Ja, ne? Also wenn ich das nicht sehe, dann muss ich halt den weiten Weg laufen, ne? So. Dann mal zurück. Schon sind wir da. So. Einmal die Werkzeuge tauschen, bitte. Und schon geht's weiter. Schon geht's weiter. Wir haben schon das bisschen Feuer aus dem Nether gezogen und schon können wir weitermachen. So, dann packe ich mal die ganzen Schätze hier rein. So, so, so. Jetzt habe ich natürlich das Blaze Powder hier auch reingetippt. Schlaumeier. Wo ist es denn? Da. Gut, dann können wir nämlich Nummer 2, Nummer 2 und Nummer 2. Und wir sind durch damit. Okay, haben wir noch irgendwas, was wir hier reintappen müssen? Nein, haben wir nicht. Aber essen könnten wir ja mal. Und wie das immer so ist, können wir auch schon wieder pennen gehen. Na wunderprächtig. Okay, dann machen wir das mal gerade. Zack. You can only sleep at night. So, ich habe gesleept at night. So, jetzt möchte ich gerne, bevor es weitergeht, möchte ich gerne mein Jetpack. Ohne Jetpack möchte ich gerne aufladen. Zack, dankeschön. Gut, jetzt kommen wir her. Ist der schon wieder voll? Ja, vermutlich. Vermutlich ist er wieder voll. So, so, Jetpack auf dem Rücken. Und wir können direkt weiterbauen. So, wir müssten jetzt eigentlich alles haben, um die beiden Gerätschaften fertig zu bauen, ne? Die beiden ersten kleinen Maschinen. Nennen wir sie Maschinen. Komm, ach komm, nennen wir sie Maschinen. Lassen wir einen Platz frei? Nö, ne? Ja doch, lassen wir einen Platz frei. Komm, also wir bauen sie in den Boden, haben wir gesagt. Also eine kommt hier hin. Eine kommt hier hin. So, nicht direkt aneinander. Ein bisschen Platz lassen, ne? Gut, machen wir hier den Kalk, die Kalkbricks hin. So, jetzt weiß ich nicht, muss man in der Mitte einen freilassen. Ich vermute mal nicht, deswegen baue ich das einfach mal zu. Da bauen wir einfach mal so einen Klotz. Dry mal dry mal dry. Holen den Hammer raus. Kloppen einen auf den Kopf. Zack, schon taucht dieses Fenster auf. Und dieses Ding ist ein Kalkofen. Genau. Und hier sammelt sich dieses sogenannte Öl. Und ich, soweit ich weiß, funktioniert das hier mit Kohle, mit Holz, mit allem, was brennt, mehr oder weniger. Nur wollen wir das natürlich erstmal einfach nur... Geht das auch mit Holzkohle, ist die Frage. Ich baue gerade den anderen auf und dann haue ich mir mal Holzkohle hinten aus der Truhe. Wir haben ja genug. Weil ich weiß nicht, ob ich das automatisieren möchte, dass hier immer nachgefüllt wird. Weil da müssten wir wieder eine Mini-Baumfarm bauen. Vielleicht so ein ganz kleines 3x3-Feld, was abgeerntet wird.
Aber ich weiß jetzt noch im Moment nicht, ob ich das möchte. Das müssen wir mal abwarten. Zack, so. Wir haben diese beiden Maschinen fertig. Seht ihr? Und zwar kommt hier Stahl rein. Simpel, einfach. Und mit dem Ofen können wir halt Coke machen. Also Coke-Kohle. Die hält einfach länger. Ich weiß aber nicht, wie viel. Irgendwie dreimal oder so. Zweimal, dreimal so lang wie normale Kohle. Irgendwie so. Und damit können wir halt irgendwie effizienter dann brennen. Wie auch immer. Okay. Das ist erstmal der Plan. So, das bedeutet. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen Eisen und wir brauchen Holzkohle, ne? Eisen kriegen wir von hier unten wahrscheinlich. Wir haben hier wieder 8 Blöcke. 8 Blöcke macht gar nicht mal so wenig Eisen. Da müssen vorher schon Blöcke gewesen sein. Ich habe doch nur, nee, so viel waren da nicht. Also ich habe so viel da jetzt in dieser Aufnahme nicht reingetan. Da muss vorher was gewesen sein. So die Rigs, Netherrex mache ich mal da weg. Das Eisen, nee, komm, nehmen wir mal einen halben Stack mit. Warum nicht? So. Okay, und Holzkohle. Haben wir hier Holzkohle drin? Coal Dust, wir haben 500 irgendwas. Coal Dust, ey, das ist so ein... Naja, das war ein Versehen, ne? Die Herstellung dessen war ein Versehen. So, wo ist denn hier die Luke zur unendlichen Quelle? So, hier. Also, ich glaube, wir schnappen uns einfach mal so ein Stack. Zu Beginn. Wir wollen erstmal testen. Wir wollen erstmal testen. Gut, so, ein Stack. Ein Stäckchen muss es sein. Gut, und dann hauen wir den Stack da rein. Kann ich irgendwie nicht. Vermutlich geht Charcoal nicht, oder? Okay, Stahl machen kann ich auch mit normaler Kohle. Ich kann ja mal einen Stahl machen. Mit Charcoal geht das auch. Aber das geht nicht. Jetzt habe ich natürlich keine normale Kohle mit. Ich würde mal gerne auch Holz probieren. Okay, dann hole ich mir halt was. So. Also Wood. Müsste gehen. Und wenn ich jetzt normale Kohle brauche, wäre das natürlich ein bisschen doof. Weil ich normale Kohle so viel nicht habe, ne? Beziehungsweise, ich komme da ja schon ran. Dann müsste ich mir nur die Automatisierung da hinten mal nachbauen. Dass wir normale Kohle kriegen. En masse, ne? Wobei en masse vielleicht zu viel gesagt ist. Ich weiß nicht, ob wir en masse brauchen. Also Holz kann ich hier ohne weiteres reintun. Okay, das brennt jetzt offensichtlich. Okay, jetzt, ich dachte schon, es gibt hier keine Fortschrittsanzeige, aber die Flamme brennt hier nicht. Brennt hier runter, also, ja. Warten wir mal ab. Da müsste hier gleich Öl auftauchen, hoffentlich. Und hier Coke. Mehr oder weniger, ne? Okay, dieser Ofen ist schon durch. Ein Steel Ingot und ein Slag. Und diesen Slag kann man benutzen für... Ne, Moment. Den kann man benutzen für... Concrete. Und Concrete kann man benutzen für... Kabelfassaden. Das ist einfach Baustoff, oder? Das ist vermutlich einfach nur ein Baustoff. Okay. Slag. Wahrscheinlich ist Slag einfach nur Müll. Ne? Kann das sein? Okay, da ist jetzt Charcoal rausgekommen. Das ist doof. Aber Charcoal kann ich da nicht reinlegen. Das heißt, das ist irgendwie doof. Also nur wenn ich Kohle reinlege, dann bekomme ich hier auch. Okay, das ist doof. Wenn ich da Holzkohle reinlege, fungiert das Ganze als ein ganz normaler Ofen. Ah, auch so. Aber ich bekomme mit Holz. Aha, ich bekomme mit Holz, vor allem Holzkohle, bekomme aber das Öl. So, Freunde, für dieses Öl brauche ich jetzt
Um das zu automatisieren, brauche ich ein bisschen was. Und zwar muss ich mir das jetzt gerade mal ranschaffen, ne? Das kann ich gleich wegräumen. Eisen behalte ich einfach mal. Den Hammer brauchen wir erstmal nicht. Happy Happy auch nicht. Den Bogen eigentlich auch nicht. So, haben wir den Peaceful wieder aus? Nein. Okay, dann gehe ich mal zurück. Und gucke mal, was wir noch so da haben. An Truhen zum Beispiel. Oh, jetzt schreibe ich schon Deutsch. Jetzt schreibe ich das schon Deutsch hier. Wir haben keine Chests mehr. Interessant. Interessant. Da muss ich mir eine bauen. Haben wir irgendwas in Wood da? Auch Wood Planks. Okay, haben wir nur eine Truhe. Was brauchen wir eigentlich? Ich muss mal gerade auf meinen Zettel schauen. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen doch eine Truhe. Ne, einen Tank. Wir brauchen einen Tank. Fluid Tank. Ein Fluid Tank von Ender Arrow würde ich gerne nehmen. Wir brauchen den Fluid Tank. Wir brauchen eine Glasflasche. Und eine Truhe nur. Okay, das sollte machbar sein. Eine Truhe haben wir. Wir brauchen einen Fluid Tank. So, den muss ich mir gerade mal... Haben wir den vielleicht sogar da? Fluid... Moment, ich gebe dir mal hier ein, ob wir einen Tank haben. Wir haben nämlich aber einen gebaut. Nein, das ist der falsche. Der ist nämlich von Magnetikraft. Okay, Fluid Tank von Ender.io. Das ist nämlich der. Den hätte ich gerne. Ups, wir haben sogar alles da. Okay, den nehmen wir erstmal nur einmal. Dann brauchen wir... Ich glaube, das geht auch mit Eimern, aber ich nehme immer nur... Ich nehme gerne mal die Glasflasche. Weil wir die... Irgendwie finde ich das schöner mit der Glasbottle. So, dann bauen wir die mal. Und zwar 3 Stück sollten reichen für unser Projekt. Weil da müsste auch 1000 reinpassen. 1000 Millibucket, hoffe ich doch. So, dann haben wir das hier. Was brauche ich dann noch? Dann brauche ich... ich brauche wahrscheinlich ein wenig... Item Duct... Genau, das ist zu wenig, sehe ich schon. Servos nehme ich auch mit. Aber dann lass uns da gleich welche bauen. Kann ich denn hier einfach... Mensch, jetzt klick doch da mal raus. So. Okay, ich klopp mir einfach nochmal 16 Stück insgesamt dahin. Dann sollte das reichen. Jetzt muss ich allerdings... Wir kriegen jetzt das Öl da raus. Wir kriegen den Stahl da raus. Den Coke-Kram. Und das soll uns, glaube ich, erstmal reichen. Das werden wir später noch anpassen müssen, weil wir diesen Coke-Kram ja direkt in den Blast Furnace machen müssen. Nur soweit ich das jetzt verstanden habe und mir erlesen habe, können wir diesen Crude Blast Furnace, wie der so schön heißt, können wir nicht automatisieren. Das bedeutet, wir können da nicht automatisch irgendwas reintun. Hier haben wir Coke Coal und wie ihr seht, hat normale Kohle 1600 und die hat 3200. Das heißt, doppelt so viel Burntime und wir haben 500 Millibucket Öl dazugekriegt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Von einfach nur von einem Baumstamm haben wir 250 Millibucket von diesem Creosate Öl da gekriegt, ne? Okay, da haben wir jetzt schon was drin. Das bedeutet, wir können theoretisch versuchen, das zu automatisieren. Wenn ich jetzt hier eine Flasche reintue. Genau, die müssen nämlich da oben rein, die Flaschen. Jetzt ist halt nur die Frage, wie baue ich es denn hin? Dass es auch halbwegs ordentlich aussieht. Wenn ich jetzt einfach nur einen Tank da dran klatsche, das wird nicht gehen, ne? Natürlich nicht. Auch wenn ich nicht da, wenn ich jetzt einstellen würde. Doch. Okay, der Pult ist automatisch daraus. Diese Flaschen haben sich gerade erledigt. Das habe ich vorher nicht getestet. Super, Ingo. Gut, also er kann das da selber raussaugen. Ender.io ist schon
Spitze, wa? Jetzt können wir hier eigentlich ganz normal mit einem Eimer rangehen, wenn wir hier 1000 hätten. Ich schmeiß mal noch einen nach. Oder mit der Flasche können wir da ran. Wenn wir 1000 hätten, können wir hier eine Flasche hintun. Sobald der hier verkugelt ist, müsste da 1000 drin sein und wir haben die Flasche voll und können die Flasche mitnehmen. So ist der Plan. Müsste eigentlich funktionieren. Und dann können wir vielleicht ja auch... Das mit der Truhe wird nicht so einfach sein, ne? Jetzt habe ich leider diesen Coal Coke schon da rausgenommen. Der soll natürlich da drinnen landen. Aber wenn ich jetzt hier mal noch ein Eisen reinmache oder zwei und wenn ich dann da Coal Coke beischmeiße, kriege ich da zwei Eisen mit durch? Mal interessant. Okay, das gibt Charcoal und Charcoal geht automatisch schon nicht raus. Okay, aber hier sehen wir, es ist leer geworden und wir haben eine Flasche von diesem Öl. Bedeutet für mich im Umkehrschluss, wir müssen jetzt hier die ganze Kohle reinhauen und ordentlich Öl sammeln. Die Flaschen lassen wir da mal drinnen. Die können wir uns dann bei der Crafterei können wir uns die abholen. So, hier werden wir wahrscheinlich noch mit Item Duct arbeiten müssen. Das nützt ja alles nichts. Wenn wir jetzt mal sagen, wir saugen das da raus, müsste das ja funktionieren. Und zwar saugen wir einfach alles raus. Ist egal was. Und ich hoffe, er versteht das auch so, dass wir das mit alles meinen, das was fertig ist. Ne? Müsste doch auch klappen. Ich hoffe es. Wir können später noch einen Zugang legen, wo wir dann das Ding mit Kohle befüllen oder mit Holz oder mit egal was. Dann können wir das nämlich stacken. Wir können auch einfach hier einen Hopper an die Seite klatschen und den dann voll machen. Dann rutscht das automatisch da rein. Das ist alles möglich. Mich interessiert jetzt nur, ob das funktioniert hier mit dem Raussaugen. Und dann sind wir vorerst sind wir damit durch. Finde ich. Weil dann sollten wir zusehen, dass wir Öl sammeln und können uns schon mal um die Räder kümmern, ne? Genau. Genau, so wird's gemacht. Das ist der Plan. Das ist der Plan. So, haben wir hier schon mittlerweile... Okay, das hat mir für einen gereicht. Na gut. Okay, jetzt haben wir hier 500 gekriegt. Und das ist... rausgeflutscht. Okay, Coal wird also rausgesaugt. Gut. Das ist gut. Das ist für mich in Ordnung. Soll ich es nochmal probieren, hier automatisch was zuzuführen? Es wird nicht funktionieren. Weil wenn ich jetzt hier Item Duct hinmache zum Beispiel, verbindet er sich gar nicht erst. Seht ihr? Weil das geht nicht. Ich habe das bei einer Kreativmodus hin und her probiert. Das Ding kann man nicht automatisieren. Das ist einfach so und es bleibt auch so. So, aber dass wir hier ein bisschen Stahl auch herkriegen, sollten wir hier immer wieder mal Coal nachlegen und uns den Stahl abholen. Weil den Stahl können wir genauso benutzen, um unten die Turbine weiterzubauen. 1:1. Das heißt, immer wenn hier Coal fertig ist, bauen wir uns den Stahl mal her. Und Kohle sollten wir uns mal noch mehr holen. Vielleicht sollten wir auch Kohleblöcke benutzen, aber da bin ich mir nicht sicher, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Verbrennen bestimmt, aber kriegen wir dann einen Coal Coke Block oder wie oder was? Das weiß ich nicht genau. Da bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Okay, wir haben noch einen gekriegt. So. Also, wir holen jetzt nochmal Kohle. Genau, wir holen jetzt nochmal Kohle. Und zwar müssten wir hier an normaler Kohle kommen. Reichlich, glaube ich. So, ein Stack für uns. Und dann gucken wir einfach mal hier, ob hier alles noch in Butter ist. Wir müssten wieder mal Flint herstellen und Obsidian nicht. Das bedeutet Flint herstellen, dann schmeißen wir den mal an. Da sind noch genug drin. Warum verflutschen die sich nicht?
Okay, wir warten, bis die leer sind. Dann brauchen wir nämlich keine neuen machen.